Na gut, ich will Sie doch nicht zu lange warten lassen. Willkommen in meinem Kunstkurs. Oh, ist das nicht der Kochkurs? Tut mir leid. Hallo, Thaddäus. Du machst auch bei dem Kunstkurs mit? SpongeBob, du im Kunstkurs? Jetzt wird's wieder voll langweilig. Ja, und wenn Sie dich bald auf unlangweilig umschalten, dann verlange ich mein Geld zurück. Kein Anrecht auf Erstattung? Gut, egal was kommt, wir bleiben. Tut mir leid, SpongeBob. Wird nicht wieder vorkommen. Keine Ursache, er ist nur neidisch auf meinen glamourösen neuen Lebensstil. Na sicherlich. Da fällt mir ein, wie wär's mit ein wenig Bargeld? Ja, aber sicherlich. SpongeBob, was wird denn das? Ich rede mit dir. SpongeBob! SpongeBob! Bist du verrückt? Halt den Mund, du drittklassiger Klarinettenspieler. Drittklassig? Wir unterbrechen diese Sendung für eine wichtige Meldung. Bikini Bottom scheint heute Abend buchstäblich im Chaos zu versinken. Aua! Buchstäblich! Wir schalten nun zu unserem Nachrichtenseeschrauber. Das gibt's Neues. Oh, sieh nur, dieses Foto habe ich gemacht, als ich zum ersten Mal hier war. Sieh dich an, so jung und glücklich. Wie doch die Zeit vergeht. Ich glaube, mein Herz setzt gleich aus. Das ist Sponge. Bob schuld. SpongeBob schuld. SpongeBob schuld. Ja, ich habe versagt. Meine Karriere ist ruiniert. Meine Arbeitsuniform sehen. Na, Mittagspäuschen, ha? Schade? Ja, ich meine, hey, was machst du denn so? Ach, nur erfolgreich sein in allen Dingen, in denen du stets versagt hast. Lebte ein Drache, so schlau und so schön. Und lieb war er auch, deshalb ließ er mich gehen. Diese Karitiker machen vor gar nichts mehr halt. Ich finde den Münzeinwurf nicht. Da ist ja der Schlitz. Grüße von der See, von eurem Kapitän mit den Patenten A, B, C und 6. Vielen Dank fürs Zugucken und